Herzlich willkommen zum VfL Garching TV, heute mit Eddie. Eddie, ich grüße dich, hallo. Hallo. Winterpause ist fast rum, Rückrundenstart steht bevor. Wie ist dein Fazit von der Vorbereitungsphase gewesen? Ja, der Daniel war ja in Köln, ist ja Papa geworden. Und ich war ja mit dem Pierre alleine und die Mannschaft hat mir es leicht gemacht. Alle haben gut mitgezogen, wir haben positive Ergebnisse erzielt in den Testspielen. Also ich habe eigentlich ein gutes Fazit und ich denke mal, dass die Mannschaft auch gut vorbereitet in das erste Spiel geht am Sonntag gegen Wacker. Das heißt, gutes Gefühl, das heißt, wir können rein rechnerisch bald mit dem Klassenerhalt rechnen. Sehe ich das richtig? ja, der Blick auf die Tabelle genügt eigentlich. Das sagt alles. Ich denke mal, nach hinten brauchen wir nicht mehr schauen. Aber es werden noch harte Spiele, gerade gegen die unten. Der Abschiedskampf ist eng. Wacker steht unten drin, die haben wir am Sonntag. Eine spielstarke Mannschaft, man darf sie nicht von dem Tabellenplatz blenden lassen. Also von daher, es werden noch enge Spiele, aber wir freuen uns drauf. Und ich denke mal, wir sind guter Dinge und gehen mit Spaß ans Werk und mit Freude am Fußball. Wir können entspannt in die Rückrunde gehen. Das hört sich sehr gut an. Wie haben denn der Mike und der David jetzt eingeschlagen? Sind ja zwei Neuzugänge, die haben ja jetzt auch die erste Vorbereitung mal mitgemacht, richtig. Was für ein Gefühl hast du bei den beiden? Ja, also der Mike ist ja bekannt, ist ja alter Garchinger und der David aus Kanada hat ja früher bei Fürstenfeldbruck schon mal gekickt, auch schon länger dabei, menschlich beide top und ich denke mal, dass sie uns noch viel Freude bereiten, auch so ein bisschen den Überraschungseffekt für die Rückrunde. Mike ist ja bekannt von Haching, aber der David kann, glaube ich, denke ich mal, so für die eine andere Überraschung sorgen. Im Sturm einsetzbar, aber auch hinten defensiv auf der linken Seite. Ich denke mal, da haben wir uns nicht nur ergänzt, sondern auch verstärkt. Somit bedanke ich mich auch bei dir. Ich wünsche euch viel Glück, vor allen Dingen verletzungsfreie Rückrunde. Das ist richtig, ja. Und somit verabschiede ich mich. Danke dir. Alles klar, danke.